Sie wollen wissen, dass Parteien, dass Menschen eine Haltung haben, wofür sie stehen. Deshalb sind wir hier in Weimar, deshalb werden Sie auch zu Wort kommen. Was dieses Grundsatzprogramm ausmacht, dass wir wieder streiten um jeweilige Positionen, mit dem Wissen darum, dass Meinungsvielfalt vorhanden ist, dass auch die Minderheitenposition sich danach in der Union wiederfinden muss und nicht unterdrückt wird, aber dass wir danach auch eine gemeinsame Position haben und wertschätzend miteinander umgehen. Und das ist das, was diesen Prozess ausmacht. Vielleicht war das Prägendste für mich, weil es ja im Vorfeld der Grundwertekommission so eine Diskussion gab, brauchen wir das C eigentlich überhaupt noch? Und mir war es ein ganz wichtiges Anliegen zu diskutieren, dass wir das natürlich brauchen und darauf nie verzichten können, weil für mich die Basis unserer Grundwerte tatsächlich das christliche Bild vom Menschen ist. Ich glaube, das muss unser innerer geistiger Anspruch sein, dass Deutschland wieder, ich sag mal, ein Vordenker und auch ein Qualitätsversprechen ist. Und an dem Punkt zu arbeiten, muss Union in der ersten Reihe stehen, wenn es darum geht, Meinungsfreiheit auch tatsächlich durchzusetzen. Das ist ein Erfolgsfaktor für Deutschland und den kann nur die Union begründen, weil alle anderen dazu neigen, ihren Lebensentwurf den Menschen aufzudrücken. Das machen wir nicht und das ist Freiheit in Verantwortung. Das ist das, was Union ausmacht. Bürgerliche Politik bedeutet, das Land meinen Kindern besser zu hinterlassen, als ich es geerbt habe. Und ich finde, das ist unser Anspruch.